Die Pressekonferenz der FPÖ Bruck an der Mur im Segafredo brachte eine Überraschung an den Tag, denn sie wollen kritische Bürger mit ins Boot holen. Wie kann man das erklären? Naja, es hat sich in dieser Periode zugetragen, dass immer mehr kritische Bürger sich an uns gewandt haben, die gesagt haben, ich finde das gut, dass ihr eine Kontrollpartei, aber auch eine Gestaltungspartei seid. Ich würde mich gern bei euch aktiv einbringen, ich kann das unterstützen, was ihr macht. Ich möchte aber nicht Mitglied einer Partei werden. Und wir haben gesagt, naja, dann gründen wir halt eine Allianz der kritischen Bürger, die gemeinsam mit uns im Sinne einer Sachpolitik, moderne Politik für Bruck gewährleisten. Unter den 10 Kandidaten sind bereits 3 Unabhängige vertreten. Melanie Vladnik, Wolfgang Moser und Gernot Fleck. Was muss sich in Bruck Ihrer Meinung nach ändern? Das wichtigste Thema ist einmal zu 100% oder wo ich als Bürger wirklich dazu stehe oder auch mit meiner eigenen Meinung, das ist eine Freihandelwirtschaft. Ja. Eine Freihandelwirtschaft gehört einfach zerstört. Ja. Also wenn ich auf eine Gemeinde gehe und ich sage, ich bin jetzt ein normaler Bürger und ich möchte das gerne haben, dann möchte ich das Gefühl haben, dass ich da geborgen bin und dass ich da wer schert um mich. Ja. Und nicht, muss ich irgendwann, dass ich irgendwann kenne, dass ich zu denen komme. Das ist nicht der Sinn. Spitzenkandidat der Brucker FPÖ ist Kleto Schranz und er ist der Meinung, seine bisherige politische Erfahrung, vor allem in der Gemeindepolitik, ein objektiver Bürgermeister der Stadt Bruck zu sein. Das ist so zu verstehen, dass ich das werden will. Es ist notwendig, dass wir eine neue Politik bekommen in Bruck. Die Daten sprechen dafür. Also wir brauchen eine neue, innovative Politik, Sachpolitik, nicht mehr Freundelwirtschaft, nicht mehr Allmacht einer Partei, sondern wir müssen jetzt in die Zukunft schauen. Das Budget kracht aus den Fugen. Wir sind eine Abgangsgemeinde, der Bonitätsranking ist ganz, ganz schlecht für Bruck und wir müssen jetzt wirklich Budget sanieren und wir müssen schauen, was wir in Zukunft für Bruck machen können. Was ebenfalls klar zum Ausdruck gebracht wurde, eine Koalition mit der SPÖ auf keinen Fall eingehen zu wollen. Na, das ist so nicht richtig. Es geht mit der SPÖ unter Peter Koch nicht. Wir sind bereit, mit allen Parteien zu sprechen, haben aber klare Vorstellungen, wie eine zukünftige Koalition ausschauen kann. Aber wir haben rigoros und dezidiert ausgeschlossen, dass wir unter Peter Koch eine Koalition machen. Als Bau- und Straßenreferent werde ich auch in Zukunft darauf schauen, dass die Straßen saniert werden. Da ist die Bevölkerung in Bruck relativ zufrieden. Wir werden auch entsprechende Baumaßnahmen setzen, so wie zum Beispiel das Schwimmbad. Und ich werde schauen, dass ich in meinem Arbeitsbereich einen Fortschritt erziele. Fehlende Transparenz, eine Finanzpolitik, wo man nicht weiß, woher das Geld für die kolportierten Projekte Bildungscampus Westbrücke kommen soll. Deshalb will die FPÖ Bruck mehr Mandate. Mit der neuen Allianz der Parteiunabhängigen soll das gelingen, so Benzel. Bis 22. März will man die Bruckerinnen und Brucker davon überzeugen, wofür die FPÖ in Zukunft steht. Wir stehen für eine kritische Politik, wir stehen für eine moderne Politik mit modernen Lösungsansätzen und nicht für diesen altmodischen roten Filz, der jetzt noch dazu mit der ÖVP einen Steigbügelhalter erfahren hat. Wir wollen in Bruck ehrliche Akzente setzen, machbare Akzente und vor allem transparente Akzente.